Leben und Tod auf deutschen Mattscheiben. Täglich werden etwa 70 Menschen auf dem Bildschirm ermordet. Qual und Misshandlung im Unterhaltungsprogramm. Keine nationalen Souveränitäten mehr. Die Eliten sind gar nicht das Problem. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Blut und Leichen auch in den Nachrichten. Die Bilder aus dem Jugoslawienkrieg sind das jüngste Beispiel. Doch diese Frau sagt, die Gesellschaft verroht durch Gewalt im Fernsehen. Dr. Angela Merkel. Wenn nur noch solche Filme im Fernsehen sind, dann haben sie mit der Realität nichts mehr zu tun. Wir diskutieren heute über das Verhalten, die Verhaltensbeeinflussung im Fernsehen und die Gesamttendenz. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich würde einen solchen Film über die Wiedervereinigung nicht machen und ein Ostdeutscher hat ihn auch noch nicht so gemacht. Nein, dass Menschen 5,5 Stunden heute dem Medienkonsum ausgesetzt sind. Jahr für Jahr liefern die Leitmedien am 31. Dezember ihre großen Jahresrückblicke. Es kommen mit anderen Worten auch dunkelste Medienlügen noch einmal geballt zur Sprache. Klagemauer TV antwortet darum auf diese alte Tradition mit einem Jahresrückblick der gefährlichsten Medienlügen von 2015. Wir finden bei Kindern am nächsten Morgen im Spielverhalten das völlige Kopieren, und das können sie unmöglich abstreiten, dessen, was sie am Abend oder am Nachmittag vorher gesehen haben. Ich möchte nicht, dass am Tag 70 Morde im deutschen Fernsehen als Widerspiegelung der Realität dargegeben werden. Und die größere Reichweite von Sendersatelliten, dies wird die staatliche Kontrolle noch weiter erschweren. Ja, das ist aber ein böser Satz. Wir wollen Europa, wir wollen Weltbürger werden und Sie wollen wieder Grenzen, damit ja nicht Einflüsse kommen. Also, darf ich Ihnen jetzt mal eine Frage stellen? Sind Sie zum Beispiel der Meinung, dass Jugendliche und Kinder nicht jede Form von Gewalt im Fernsehen sehen sollten? Sind wir uns da einig? Sind wir uns da wenigstens einig? Eine exponentielle Zunahme von linksextremer Gewalt. Mit den Eltern zusammen. Die Eltern müssen erzogen werden, nicht die Kinder. Richtig, da sind wir uns auch wieder der Meinung. Kommt für die Bundesregierung eine Frage hierzulande über den Verbleib Deutschlands in der EU abstimmen zu lassen? Keine nationalen Souveränitäten mehr. Die Eliten sind gar nicht das Problem. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Wenn Sie Nachrichten hören, dann hören Sie manchmal in 5 Minuten von 2000 Leichen in Jugoslawien. Und die müssen sein. Im März 1999 begann die NATO ihren Krieg gegen Jugoslawien aus angeblich humanitären Gründen. Unter den Kriegsfolgen leiden die Menschen in Jugoslawien noch heute. Giftiger Uranstaub und NATO-Blindgänger gefährden die Bevölkerung im Kosovo. Die Umweltfolgen der NATO-Luftangriffe sind bis heute nicht abschätzbar. Der Krieg hat, wie man heute weiß, die Probleme im Kosovo nicht gelöst, sondern verschärft. Es waren die Bilder von Massakern, ethnischen Säuberungen und Grausamkeiten der Serben, die auch bei uns Stimmung machten für diesen Krieg. Bilder, die sich heute vielfach als Kriegspropaganda der NATO entpuppen. Wir wären ja auch niemals zu militärischen Maßnahmen geschritten, wenn es nicht diese humanitäre Katastrophe im Kosovo gäbe. Und einer zurzeit nicht zählbaren Zahl von Toten. 39 Tote im gesamten Kosovo, bevor die NATO-Bomber kamen. Bis zum Beginn der NATO-Luftangriffe gab es keine humanitäre Krise. In keinem einzigen Bericht der OSZE findet sich auch nur ein Indiz für eine drohende humanitäre Katastrophe. Kindergarten haben kein Fasching gefeiert, weil im Golf Krieg war. Und die Kinder in diesem Jahr haben sehr wohl wegen des Jugoslawienkrieges. Das ist ja so blöde, wie den Wiener Opernball abzusagen. Die Amerikaner haben gesagt. Vor 30 Jahren haben die Menschen vielleicht 10 Minuten im Durchschnitt ferngesehen. Heute sehen sie 5,5 Stunden fern und hören Radio. Die Gesellschaft hat sich völlig verändert in dem, was sie aufnimmt. Und das muss doch mal in der Gesellschaft ausdiskutiert werden. Der Zuschauer, der Mündige, kann doch nicht das Opfer von Medien werden, sondern wir müssen doch hier mal einen Denkprozess in Gang bringen. Das können Sie doch auch nie abstreiten. Ja. Die US-Atomwaffen in Deutschland werden modernisiert, nicht abgebaut, Frau Merkel, modernisiert, Raketenbasen in ganz Osteuropa aufgebaut. Immer feste drauf, so geht die spanische Polizei gegen rebellische Demonstranten vor. Angela Merkel in nachempfundener SS-Uniform mit Euro-Emblem. So schwer übt die NATO neuerdings Krieg in Osteuropa. Russia, aggressive Russia. Erster Terroranschlag, an dem auch der IS beteiligt war in irgendeiner Form in Deutschland. Bundeswehreinsatz ist im Irak. Gerade auch, was wir dort machen.
Welt vernichten. Was willst du? Hast du wirklich gedacht, du könntest dich darin vor mir schützen? Es geht nicht um den Schutz vor dir. Ich stehe hier mit meinen Leuten und du bist allein und willst dich mir widersetzen. Ich bin nicht allein. Wenn sie kommen, kommen sie verzweifelt und in großer Zahl. Es fängt an. Seit Januar sind über 200.000 Migranten in Deutschland angekommen, 4 von 5 ohne jegliche Papiere. 2015 kamen über 1 Million Asylsuchende ins Land. Angeblich ist es nur 30.000 von ihnen gelungen, eine Arbeit zu finden. Die meisten von uns hatten sie gerade so schön verdrängt, nun ist sie wieder voll da, die Euro-Krise. Diesmal spielt sie auf Zypern. Der kleine Inselstaat trägt gerade mal 0,2% zur europäischen Wirtschaftsleistung bei. Trotzdem soll er, wie es so schön heißt, systemrelevant sein und deshalb gerettet werden. Und zwar von Europas Steuerzahlern und, das ist neu, erstmals auch von den zyprischen Sparern. Nicht neu dagegen ist, dass auch diesmal wieder gekonnt verschleiert wird, wer hier eigentlich gerettet wird. Zypern. Von der Sonne verwöhnt und bislang auch vom Geld ausländischer Investoren. Jetzt spielt hier der neueste Akt im Euro-Rettungsdrama. Wieder sollen Milliarden fließen. Dem Publikum sagt die Politik dieses Mal: Das Risiko übernehmen, das müssen dann schon diejenigen, die in guten Zeiten mit Banken und mit Geldanlagen Geld verdienen. Die tragen auch das Risiko. Damit werden aber die Verantwortlichen zum Teil mit einbezogen und nicht nur die Steuerzahler anderer Länder. Doch hinter der politischen Schaubühne passiert etwas anderes. In Wahrheit sollen Sparer die Banken retten. Doch was ist mit Großanlegern, die Geld in Bankanleihen investiert haben? Der deutsche Steuerzahler und die kleinen zypriotischen Sparer sollen genau das Geld zur Verfügung stellen, damit diese großen internationalen Kapitalanleger ihre Anleihen völlig ohne Abzug verzinst und getilgt bekommen. Das ist der eigentliche Skandal. Zum wiederholten Mal wird ein Rettungsakt inszeniert, der die Wahrheit verschleiern soll. Die wahren Profiteure bleiben im Dunkeln. Das hat gute Tradition bei der Euro-Rettung, wie der Blick zurück beweist. Erster Akt. Behauptet wird, wir retten Griechenland. Griechenland wird nicht alleine gelassen. Wir werden und wir wollen Griechenland helfen. Wir wollen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. In Wahrheit kommen die Rettungspakete für Griechenland vor allem Banken und Kapitalanlegern zugute. Ihre griechischen Staatsanleihen werden mit dem Hilfsgeld gesichert. Das Argument war damals, wenn wir da nicht helfen, können die Renten nicht mehr bezahlt werden und die öffentlichen Gehälter nicht mehr bezahlt werden. Das war ja grundfalsch. Sondern die damalige Rettungsaktion lief darauf hinaus, dass der deutsche Steuerzahler den deutschen Kapitalanleger gestützt hat. Die vielen Milliarden, die als Hilfsgelder nach Griechenland angeblich gingen, haben Griechenland ja im Regelfall überhaupt nicht erreicht. Den Menschen in Griechenland also nutzt das Rettungsgeld kaum. Sie leiden unter den Sparmaßnahmen. Die Wirtschaft ist am Boden. Zweiter Akt. Behauptet wird, auch die Banken müssen für die Krise zahlen. Banken und Gläubiger dürfen sich ihrer Verantwortung nicht entziehen. Dann braucht es auch einen Einstieg in die Beteiligung privater Banken. In Wahrheit trifft selbst der Schuldenschnitt in Griechenland die Banken weit weniger als behauptet. Denn sie haben sich längst von ihren griechischen Anleihen getrennt. Als dann der Schuldenschnitt gemacht wurde, ist ein größerer Teil der Staatsanleihen, die zuvor von Banken gehalten worden sind, in die Hände von öffentlichen Gläubigern gefallen. Das heißt, die Gläubigerbeteiligung war natürlich deutlich geringer, als man die von Anfang an gemacht hätte. Dritter Akt im Rettungsdrama. Behauptet wird, die Europäische Zentralbank EZB rettet mit billigem Geld den Euro. Innerhalb ihres Mandats wird die EZB alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu schützen. Und glauben Sie mir, es wird ausreichen. Offiziell hilft die EZB mit billigem Geld den Krisenstaaten. In Wahrheit profitieren davon vor allem die Banken. Sie sind es, die fast zinslos das EZB-Geld bekommen und es gegen hohe Zinsen weitergeben.
Vierter Akt. Behauptet wird, Sparprogramme lösen die Eurokrise. Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Nachhaltiges Wachstum, also mehr Beschäftigung, mehr Arbeitsplätze, gibt's nur, wenn man eine einigermaßen solide Finanzpolitik treibt. In Wahrheit haben Sparprogramme die Krise in Ländern wie Spanien noch verschlimmert. Die ganzen Euro-Rettungsprogramme und die damit verbundenen Auflagen führen dazu, dass die Realwirtschaft massiv belastet wird. Der Arbeitnehmer bezahlt mit Lohnkürzungen, mit Rentenkürzungen, mit Kürzungen der Sozialleistungen die Forderungen des internationalen Kapitalmarkts. Denn ausgelöst haben die Krise die Banken. Bezahlen für die Krise muss die spanische Bevölkerung. Betroffen sind vor allem junge Menschen. Die Hälfte von ihnen ist arbeitslos. Auch in Zypern sollen Banker und ihre Gläubiger wieder geschont werden. Dabei gäbe es Alternativen. Die Alternative dazu ist, dass man die bestehenden Banken in Zypern bankrott gehen lässt und die Teile, die für die Realwirtschaft zwingend erforderlich sind, vor allen Dingen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, müssen vom Staat übernommen und weitergeführt werden. Eigentlich müsste sich die EU nur auf die eigenen Regeln für die geplante Bankenunion besinnen, denn die besagen, eine Bank retten sollen erst Aktionäre, dann Gläubiger wie zum Beispiel Anleihebesitzer. Nur im Notfall Sparer und Steuerzahler. Dann wäre für die Dauerprofiteure der Euro-Rettung die Vorstellung endlich einmal zu Ende.